Haut ist halt kein Papier und Tätowieren ist nicht Laserdrucken. Papier verändert sich, wenn man es gut aufhebt, nicht wirklich, aber Haut halt schon. Viele, die sagen, man übt auf Schweinehaut, das kann man machen, habe ich auch eins, zweimal probiert. Ist ganz gut, um vielleicht so ein Gefühl für ein Maschinenhandling zu bekommen, ist aber in keinster Weise vergleichbar mit menschlicher Haut, weil sie von der Struktur halt viel fester ist und außerdem nicht mehr lebt. Man übt dann halt an guten Freunden, sich selbst und hofft, dass seine Freunde auch später noch seine Freunde sind. Mittlerweile ist es so, aus den Vorlagenmappen sucht sich so gut wie kein Mensch irgendwer was aus. Jeder kommt mit einer eigenen Vorstellung. Also schon Zeichnen ist schon ein großer Part von der ganzen Geschichte. Das Tätowieren ist ja wirklich nur im Endeffekt das Umsetzen dann. Ja. Also das Zeichnen vorher ist natürlich schon ein Riesenpart, den man sich irgendwie aneignen muss. Mein ältester Kunde, der mit seinem ersten Tattoo kam, war, meine ich, 81. Der wollte eine Rose auf die Brust, die er als Jugendlicher mal in einem Film gesehen hat, original im Kino, fand ich sehr beeindruckend. Und die jüngsten Kunden, am liebsten schon mit 10 so ungefähr, tätowiere ich natürlich nicht, also unter 18 geht da gar nichts. Ein junger Mann ist mir mal fast vor der Liege zusammengebrochen, aber ich konnte ihn noch auf die Liege buxieren, war aber nach 10 Minuten auch wieder gut. Am Glas Wasser geht das dann meistens wieder. Also auf der Tattoo Convention Frankfurt sind wir jetzt dabei seit 2005. Es ist immer sehr, sehr stressig, weil es halt sehr, sehr laut ist und unheimlich viele Menschen und die Platzverhältnisse sind sehr beengt. Und natürlich ist es auch ein Präsentationszweck, ein Werbezweck. Man stellt sich einfach einer potenziellen Kundschaft vor. Wenn man das eine Zeit lang macht, ist das im Endeffekt ein Job wie jeder andere. Es ist nicht so, wie viele Leute sich das vorstellen, die ganze Nacht Party machen, ein bisschen tätowieren und abends wieder Party machen. Man hat abends Rückenschmerzen, man hat Handgelenkschmerzen, wenn es ganz blöd läuft. Die Augen tun einem nach einigen Stunden schon weh. Also ein Traumberuf, ja, es ist ein schöner Beruf, aber es ist auch ein harter Beruf. Also es ist keine einfache Geschichte.